In Folge 11 von Promi Big Brother 2024 wird die Situation mit Enela leider noch schlimmer. Dieses Pärchenzeugs hier drin, wo ich fast kotze jeden Tag. Diese Blicke, diese Bösheiten hintenrum. Ich ertrage das einfach auch nicht mehr. Aber immerhin gibt es auch ein paar Konsequenzen für sie. Und Mimi wird auch immer seltsamer. Du wirst noch kirre im Haus hier, wenn du das mit anguckst, was die Mimi da veranstaltet. Au! All das und noch einiges mehr gibt's, wie gesagt, in der 11. Folge von Promi Big Brother 2024. Einer Folge, über die wir, glaube ich, wieder ziemlich viel reden müssen. Und das machen wir auch gleich direkt nach dem Kommentieren, Parodieren und Analysieren. Hallo, ich bin Alex und will mich an dieser Stelle direkt mal bedanken, damit es möglichst viele sehen. Ihr habt mir über 2000 Kommentare unter das letzte Video geschrieben und anders als ich dachte, haben mich nicht Leute demoniert, sondern im Gegenteil wirklich sehr viele Leute neu abonniert. Vielen Dank an der Stelle. Ehe wir natürlich gleich nochmal ausführlich über Elena reden, vorher auch noch ganz kurz der Hinweis, naja, du kannst natürlich Promi Big Brother jederzeit kostenlos auf Join gucken. Das lohnt sich natürlich momentan sehr, einfach auch, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Wie meistens bei Big Brother war es dann so, dass am Anfang live in den Container geschaltet wurde. Und normalerweise war eigentlich Jochen gerade da, um im Späti einzukaufen. Es gab aber wieder ein unmoralisches Angebot. Ich habe da ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Du siehst hier zwei Medaillen. Eine Geschützt-Medaille und eine Nominiert-Medaille. Wenn du auf deinen Einkauf heute verzichtest, darfst du beide Medaillen mitnehmen. Und wir erinnern uns, ne? Jochen hat ja mal eine ganz große Rede von Loyalität gehalten und wie wichtig ihm Loyalität ist. Und meiner Meinung nach hat es auch was mit Loyalität zu tun, an die anderen zu denken, die ja hungern oder beziehungsweise keine besondere Nahrungsmittelauswahl haben. Was macht Jochen also? Ja, die Elena. Was sagst du? Ich nehme das Angebot an. Die nehme ich für mich. Dann nehmen Sie die um. Muss ich mich jetzt entscheiden oder kann ich erst reingehen und... Du musst mir schon einen Namen nennen. Leila. Boah, und ich fand das sehr schwierig. Also natürlich, klar kann Jochen das machen. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, es ist am Ende des Tages nur ein Spiel, wenn man sich selber die Medaille umhängt. Ist das ja auch auf Dauer gar nicht so vorteilhaft. Das darf man ja auch nicht vergessen, denn in den kommenden Tagen gibt es ja noch weitere Nominierungen. Und wenn man sowas tut, dann wird man meistens nominiert und fliegt raus, weil die Zuschauer das auch scheiße finden. Also oftmals ein Eigentor. Aber dann auch noch ausgerechnet Leila zu nominieren, fand ich ziemlich schmutzig. Aber immerhin, Big Brother ist ja doch manchmal ein kleiner, großer, alter, junger Ehrenmann. Mann und der hat deswegen dafür gesorgt, dass Jochen jetzt wenigstens öffentlich dazu stehen muss. Er hat sich dazu entschlossen, sich selbst zu schützen und Leila zu nominieren. Jochen übergibt die Medaille. An dieser Stelle aber auch mal ein Lob für Leila und auch für Mike. Die nehmen das, finde ich, immer noch alles sehr, sehr ruhig einfach nur so hin. Sprechen wir auch nochmal drüber. Vorher wird dann jetzt aber erstmal wieder zu den Einspielern geschaltet, nur dass ihr das nochmal versteht. Ich sage es lieber nochmal dazu. Die Einspieler beziehen sich immer quasi auf den Tag davor. Also das, was wir gerade gesehen haben, war live. Jetzt gehen wir quasi in der Zeit ein paar Stunden zurück. Und da hat Jochen ein bisschen über das Altern gesprochen. Unsere Zeit ist ja begrenzt, generell. Das wisst ihr noch nicht. Ihr werdet das dann später herausfinden. Ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Aber es kommt wirklich, es kommt der Moment, wo du merkst, dass du nicht mehr so viel Zeit in den Taschen hast. Ich habe gesehen, witzigerweise, bei Promi Big Brother habe ich überwiegend etwas ältere Zuschauer. Also sonst ist der größte Anteil bei mir so zwischen 25 und 30 Jahren alt. Momentan geht es eher so ein bisschen in die Richtung 30 plus. Ich muss für mich auch sagen, ich bin jetzt 42. Ich merke das auch schon so ein kleines bisschen. Also irgendwie trifft man manchmal auch andere Lebensentscheidungen und man beschäftigt sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Älterwerden. Und manchmal stellt man sich auch existenzielle Fragen. Ich für mich beantworte die aber ein bisschen anders als Mimi. Für mich macht dieses ganze Konstrukt keinen Sinn. Ne? Du wirst geboren und du machst dieses Leben so gut du es kannst, meisterst so viele Dinge, gehst durch ganz viele Schwierigkeiten. Und anstatt dass du belohnt wirst, indem du jünger und vitaler wirst,
welkst du wie so eine olle Schnittblume. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil auf der einen Seite, klar, der Körper zerfällt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Weisheit nimmt ja bis zu einem gewissen Grad hin, hoffentlich auch nicht bei jedem bisschen zu. Und ich glaube, das Leben wäre nicht so cool, wenn wir am Ende nicht sterben müssten. Weil ich glaube, man kann viele Sachen nur wertschätzen, weil es ein Ende gibt. Ansonsten wäre das alles so beliebig, oder? Stellt euch mal vor, wir wären alle unsterblich, man wäre mit irgendwem zusammen, aber dann meinetwegen nur 200 Jahre, dann kommt wieder der Nächste und irgendwann ist alles so gleichgültig. Also ist zumindest meine philosophische Einlassung zu dem Thema. Aber apropos Altern, Mimi ist jetzt ja zumindest auch nicht mehr 25, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass sie massiv alt ist. Und für sie ist eigentlich alles körperlich noch richtig gut. Ich fühle mich heute im heutigen Zustand meines Körpers und so wie ich aussehe, vielleicht nicht gerade jetzt, aber so generell, wenn ich Zugang zu Hygieneartikeln habe, besser, als ich mich jemals gefühlt habe. Älter werden ist nicht einfach. Also das ist... Das ist schon ein Projekt, was man angehen muss. Ja, aber auch als junger Mensch kann man durchaus Probleme haben. So zum Beispiel Max Kruse. Denn dessen Körper hat einige Teile zu viel. Beziehungsweise sind nicht hundertprozentig an der richtigen Stelle. Bei mir ist gerade Dings grad aus allen Öffnungen geschossen. Ne? Ja, ja. Ja, weil du zu fest gepresst hast, bestimmt. Nee, ich habe Hämorrhoiden. Echt jetzt? Ich glaube schon. Oh. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich war nicht beim Arzt. Ich habe manchmal so eine Beule. Ja, dann. Scheiße, das ist ansteckend, ne? Keine Ahnung. Nee, Hämorrhoiden sind nicht ansteckend und ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn einer von euch medizinisch mehr Ahnung hat als ich, korrigiert mich in den Kommentaren. Aber ist es nicht so, ich glaube, jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Aber diese äußeren gebildeten Hämorrhoiden, die können manchmal krankhaft werden. Und ja, die sollte man medizinisch behandeln, aber ich sage es nochmal ganz deutlich, ansteckend sind die nicht. Matze hingegen, der hat wahrscheinlich Bio nicht wie ich in der 10., sondern schon in der 3. Klasse abgegeben. Der meint, er ist jetzt ganz doll in Gefahr. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sehr schwere Ängste vor Krankheiten habe. Und deswegen habe ich kurz geschluckt, als er gesagt hat, er hat Hämorrhoiden. Aber Hämorrhoiden kannst du ja wegmachen. Irgendwie. Aber das ist schon ansteckend, ne? Ja, das ist ansteckend, ja. Ja, haben wir alle hier noch. Nein, es ist nicht ansteckend. Und wenn es ansteckend wäre, ja, ganz ehrlich, dann seid ihr auch ein bisschen selber schuld, dass ihr euch damit ansteckt. Denn wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Im Big Brother Container wird schon seit längerem nicht geduscht. Das stimmt leider wirklich. Es muss da wirklich brachial stinken. Und gerade die Männer, die werden eigentlich nur im Whirlpool sauber. Aber natürlich alle zusammen mit Max Kruses Hämorrhoiden. Wenn die Jungs dann alle da im Pool sitzen, nicht, dass Mike zurückkommt und da auch so eine Glocke am Hintern hat. Ey, der soll weggehen von meiner Seite, du, ich sag's dir. Der kann nur bis Knie im Pool rein. Also ich glaube, wenn die irgendwann so groß sind wie Glocken, dann hat man ganz andere Probleme. Der Witz ist nur, ich weiß gar nicht, ob man das bezahlen muss oder ob es eine Kassenleistung ist, aber wenn man es bezahlen muss, Max Kruse könnte sich das easy leisten. Denn er ist einer der wahrscheinlich wirklich reichsten Kandidaten, die jemals bei Promi Big Brother waren. Er hat ja gegen Ende seiner Fußballerkarriere unter anderem nochmal beim VfL Wolfsburg gespielt. Und da hat er sich noch einen goldenen Arsch verdient. Mit Diamanten in Hämorrhoiden. Ich war damals auch einer der enttäuscht war, als du zu Wolfsburg gewechselt bist. Ich hätte niemals gedacht, dass du das machst. Ja, aber guck mal, das Ding ist, mein Vertrag lief nur noch ein halbes Jahr bei Union. Und natürlich, wie alt war ich? 33, 34? Ja, ja, und ich habe einfach einen Vertrag gekriegt, den habe ich nicht mal bei Wolfsburg gekriegt, wo die Champions League gespielt haben. Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben, Alter. Ja. Und ich glaube, wir alle wissen, Fußballer können eine ganze Menge Geld verdienen. Wie viel es bei Max Kruse war, darüber spricht er dann allerdings mal ganz direkt. Und ich finde das schon ziemlich interessant. Ja, auch so ein gesellschaftspolitisches Thema, ne? Ah, darfst du nicht sagen, du hast du da Handgeld? Doch, klar. Kannst du sagen, was du ja, ich habe 300 im Monat bekommen. Oha! Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Plus Handgeld, ne? Plus Handgeld. 1,5 Mille extra. Man denkt viel, aber dass das dann so viel war? Boah. Fairerweise muss man sagen, er hat aber auch schon mal mehr verdient. Er hat ja unter anderem auch mal in der Türkei gespielt und ich weiß gar nicht ganz genau, wie das in der Türkei mit Steuern ist. Also laut Max Kruse zahlt man da einfach gar keine Steuern. Ich glaube, ganz so extrem ist es nicht. Aber da hat er sich neben den diamantenen Hämorrhoiden wahrscheinlich auch noch Platin-Furunkel verdient. Bei Fenner habe ich ja, da, hab ich, da ist ja netto gleich brutto. Da habe ich, hab ich 290 im Monat netto bekommen. Oh. Also eigentlich 600 im Monat. Das war gut, Alter. Hat Spaß gemacht. Also Spaß hat es bestimmt gemacht. Ich würde aber mal die Frage in den Raum werfen, findest du das verdient?
Also ich zum Beispiel muss sagen, ich bin ja YouTuber. Ich arbeite jetzt, glaube ich, mehr als die meisten YouTuber, würde aber auch sagen, mein Gehalt ist eigentlich dafür, dass ich ja permanent Homeoffice habe und trotzdem einen netten Job, schon irgendwie ein bisschen zu hoch, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer Altenpflegerin vergleiche. Bei Fußballern ist es natürlich nochmal, ne? Also minimals bis doch um einiges höher, denn, also zumindest ich bin als YouTuber jetzt auch nicht ansatzweise Millionär. Und stellt sich natürlich immer ein bisschen die Frage, ist das irgendwie verdient oder nicht? Ich finde natürlich, ist es nicht wirklich verdient. Andersrum muss man natürlich sagen, okay, wenn so viele Leute ins Stadion gehen, Trikots kaufen und im Fernsehen zuschauen, irgendwo muss das Geld ja hin und dann ist es mir immer fast noch lieber, es bekommen die Fußballer als irgendwelche Fußballfunktionäre. Aber ich glaube, du erkennst mein Problem. Und einige Leute sehen Reiche ja mittlerweile als große Bedrohung. Layla möchte sie allerdings nicht essen. Die möchte eher genauso werden. Eifersüchtig bin ich da null. Ich denke mir nur, jetzt habe ich noch mehr Ansporn, um irgendwas zu reißen, um auch so viel zu verdienen im Monat. Aber das sind schon heftige Summen. Aber ich glaube, als normalsterblicher Mensch kommt man da ja auch nie hin. Also es gibt ja keine Chance. Also man kann ja zum Beispiel gar nicht mit Arbeit irgendwie jetzt extrem Multimillionär werden. Außer man ist vielleicht im Vorstand von einem DAX-Unternehmen. Von daher ist das immer die Frage, wie realistisch das ist. Na gut, jetzt kommen wir aber mal wieder zu unserem Lieblingsthema zurück. Nämlich Max Kruses Hämorrhoiden. Und den möchte sich Matze jetzt absolut nicht mehr aussetzen. Du kommst nicht mehr rein, oder was? Ich überleg noch. Hey, aber dass da zum Beispiel so Schaum entsteht, ist nicht gut. Irgendwie kriege ich nicht mehr so richtig das Bedürfnis, mich da reinzusetzen. Kann ich gut verstehen. Wobei ich jetzt beim Schaum sagen würde, also die nehmen doch teilweise, glaube ich, einfach irgendwie Shampoo mit, oder? Kommt das nicht einfach daher? Weil woher sonst kommt denn Schaum, wenn da jetzt nicht irgendwas mit Seife ist? Wirklich, ne? Ich habe übrigens Chemie nach der 11. Klasse abgegeben. Und falls ihr mich fragt, ja, was hast du denn bis zum Ende gemacht? Mein Abi bestand unter anderem aus Mathe und Physik. Aber das rettet mich gerade nicht. Das ist pures Gift, was da oben jetzt schwimmt. Ja. Pass mal auf, Alter. Wenn ihr morgen aufsteht, Junge, Alter, ganzer Körper voller Pickel, Alter. Aber nee, das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Relativ schnell habe ich mich vom Whirlpool entfernt. Andere hingegen, die genießen den Hämorrhoidenschaum jetzt erst recht. Zum Glück habe ich vorhin gegessen. Das ist jetzt ein paar Stunden her. Ist aber kein schöner Gedanke. Heute Schaumparty bei Paul Winkler. Ja, der Daniel dachte kurz, wäre Ding. Schaumparty. Attacke. Let's go. Ich fühle mich wie geduscht von dem Schaum. Also ich glaube nicht, dass das schmutzig war. Hat er sich das gerade noch extra ins Gesicht gemacht? Aber okay, jetzt kommen wir von den Hämorrhoiden zu noch einem wesentlich schlimmeren Thema, nämlich Elena. Und eigentlich fängt es relativ harmlos an. Matze stellt ihr nämlich einfach nur eine Frage. Elena, wie hast denn du eigentlich deinen Freund kennengelernt? Boah, das ist schon lange her, 15 Jahre. Ah, den kennst du schon lange, oder ja, was? Ja. Ach so. Meine Tochter lernt nicht einfach Männer kennen oder so. Stell dir vor, dein Kind lernt die ganze Zeit neue Partner kennen. Es gibt ja Menschen, die das machen. Für mich kommt das nicht in Frage. Ja, und dieser Hinweis war sehr deutlich in Richtung Layla, beziehungsweise natürlich noch mehr in Richtung Mike. Und in gewissem Sinne stimmt das ja auch. Also Mike hatte, seit er mit Elena zusammen ist, durchaus, glaube ich, jetzt schon 3 Partnerinnen und dazwischen auch noch ein paar wechselnde Sexualbeziehungen. Aber ich finde, es ist letztlich nicht Elenas Job, das zu bewerten. Und Layla sieht es genauso. Einfach dieses Provokante die ganze Zeit in meine Richtung. Ich denke mir so, wenn du hier rumlästerst und stichelst, kriegen die Leute es doch sowieso mit. Ich glaube, dass sie will, dass ich was habe, damit die endlich ausrasten kann. Kann man mal überlegen, ob das gezielt oder nicht gezielt ist, ne? Weil das spürt man einfach irgendwie. Ja, ist so. Und ich muss auch sagen, man spürt es momentan wirklich. Also Elena scheint sich jetzt ja gerade wieder ein bisschen beruhigt zu haben. Das wird später noch schlimmer. Aber ich fand super interessant, was ihr mir so kommentiert habt. Zum einen haben hier wirklich viele Leute geschrieben, auch auf Instagram, die irgendwie einen klinisch-psychologischen oder neurologischen Hintergrund haben. Und die haben mich in meiner Sichtweise, zumeist nicht alle, durchaus bestärkt und haben gesagt, hey, wir können hier auch keine Fremd- und Ferndiagnose stellen, aber es macht zumindest ein bisschen den Eindruck und wahrscheinlich wäre es das Beste für Elena, wenn sie rausgeht. Ich bin auch immer noch dieser Meinung. Und ich weiß, dass ich als Reactor, auch wenn ich jetzt dieses Format weiter reacte, natürlich irgendwie Teil des Problems bin. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn wir jetzt nicht drüber reden und vielleicht niemand Druck auf den Sender macht, dann passiert ja auch nichts. Also ich hoffe, ihr versteht mein Problem. Layla jedenfalls fühlt sich von Elena immer noch bedroht. Ich habe halt am Anfang gedacht, dass ich mir das eingebildet habe, dass Elena einfach immer ekliger wird, was mich betrifft. Aber mittlerweile sprechen mich ja auch Leute schon darauf an, dass sie das spüren. Und das gibt mir einfach noch mal mehr Bestätigung. Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Geduld habe. Ey, ich auch nicht, muss ich dir sagen. Ich jetzt nicht.
Ich glaube, das habe ich von ihm gelernt. Und an dieser Stelle auch wirklich mal ganz, ganz großes Lob. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Mike war ja auch mit Kim Virginia im Dschungel. Und was der ausgehalten hat. Teilweise saß die neben ihm und hat ihn die ganze Zeit durchbeleidigt. Und er ist einfach nur ruhig geblieben. Und dabei wurde ihm witzigerweise von Kim Virginia dann auch noch Gewalt vorgeworfen, während sie eigentlich die ganze Zeit verbale Gewalt an ihm vollzogen hat. Mike, wie schaffst denn du das, so ruhig zu bleiben? Ey, was soll ich dir sagen? Wie schwer ist die Situation? Ist ja übertrieben schwer. Ich will ja auch nicht, dass meine Tochter das irgendwann sieht und sagt so, ey, warum ist mein Papa jetzt gegen meine Mutter gegangen? So, da geht es mir nicht um Elena, weil da ein Kind mit im Spiel ist, versuche ich irgendwie die beste Lösung zu finden. Aber was ist die beste Lösung? Für mich ist die beste Lösung immer noch, dass Elena aus dem Haus rauskommt. Wobei ich auch sagen muss, es gibt noch eine andere Sache, die ich auch immer noch ein bisschen komisch finde, über die wir hier noch gar nicht so viel geredet haben. Mike hat natürlich auch, sagen wir mal, einen Grund, warum er so ruhig sein kann. Er muss sich natürlich bei Nominierungen und so mal ein bisschen weniger Gedanken machen als die anderen, denn er ist ja in einem Team. Aber das rechtfertigt meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht Elenas Ausbrüche. Und letztlich gefährdet er ja durchaus nicht nur sich und ein bisschen seine Beziehung, sondern eben auch seine Freundin. Leila reißt sich auch nur mir und meiner Tochter zuliebe die ganze Zeit zusammen und da bin ich auch sehr stolz auf sie. Wir haben ja schon den ein oder anderen Ausraster von Elena gesehen, aber ich glaube, die wartet, bis diese richtige Bombe kommen kann und die wird bei mir sein. Ich bin bereit dafür. Gleich geht's noch mal ganz intensiv um Elena. Vorher geht's allerdings um etwas anderes, das ich gerade gestern auch sehr bestaunt habe, nämlich einen wirklich wunderschönen Mond. War der bei euch auch so riesengroß? Vollmond, oder? Oh mein Gott. Was für einer. Wir müssen manifestieren heute. Wir haben gesagt, du drehst wieder durch. Du drehst komplett am Rad. Wir müssen irgendwie rausfinden, was für ein Mond das ist, welchem Sternzeichen der ist. Warte. Ist das ein kurz? Schattenmond. Warte, ich bekomme da ein Manifestgefühl der Libelle und ich fühle, es ist Sternzeichen Wolf. Ich glaube, das gibt's gar nicht, oder? Naja, in Mimis Welt gibt's das. Ich bereue es jetzt schon, dass ich sie überhaupt darauf hingewiesen habe. Komm mir ja an den Mond an. Und ich muss wirklich sagen, also ich fand Mimi, ne, die ersten 5 Tage unterhaltsam, interessant, sympathisch. Ich fand ihre Beichte, was den Alkoholismus angeht, total stark. Mittlerweile ist sie aber für mich so ein bisschen die Verrückte im Haus. Und ja, sie ist immer noch unterhaltsam, aber ja, es ist mir mittlerweile viel zu viel. Und achtet gleich mal auf Jochens Blick. Das ist ja sonst ihr großer Verbündeter, aber ich glaube, der ist auch nur noch genervt von ihr. Du wirst noch kirre im Haus hier, wenn du das mit anguckst, was die Mimi da veranstaltet. Au! Okay, Mimi, aber nur, dass ich das jetzt ganz kurz verstehe, damit ich dann auch irgendwann mal meine spirituelle Masterclass bestehe. Also, du bist jetzt rausgekommen, hast festgestellt, dass der Mond ein Sternzeichen hat, hast uns aber nicht gesagt, welches, hast gesagt, wir müssen manifestieren und jetzt heulen wir. Warum heulen wir noch gleich? Wir sind ein Wolfsrudel. Boah, wir können heute so krass manifestieren. Also ich glaube, das Einzige, was ich heute noch krass mache, ist, dass ich nachher noch krass auf die Toilette gehe. Aber die anderen sind tatsächlich sehr intensiv mit Manifestieren beschäftigt. Gerade Alida lässt sich darauf ein, indem sie in ihrer Jacke mit Mimi, die auch angezogen ist, in der Sauna sitzt und die beiden das jetzt üben mit diesem Manifestieren. Du setzt dir ein Bild. Ich manifestiere mir einen Jeep, ein Date, ein sorgenfreies Leben, echte Liebe, dass ich nach Hause komme und die nächsten Wochen ganz genau weiß, wohin mein beruflicher Weg geht. Findest du nicht, dass das ein bisschen viel ist? Nein. Nein, das ist nicht zu viel. Und ich zeige es euch jetzt, wie es wirklich funktioniert. Also ihr müsst die Augen schließen, dann streckt ihr eure Ärmchen so ein kleines bisschen aus. Dabei ist es wichtig, dass die Fingerspitzen nach oben zeigen. Augen zu und dann manifestiert ihr 500.000 Abos für Onion Dog. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, müsst ihr jetzt die Augen öffnen, die Hand umdrehen und den Abonnieren-Button drücken. Vielen Dank an der Stelle. Und in der Zwischenzeit hat Alida übrigens auch was zu manifestieren gefunden. Das Universum liebt es, wenn Menschen übertreiben. Was manifestierst du dir? Dass ich heute nicht rausfliege. Das manifestierst du dir jetzt. Das machen wir jetzt. Perfekt, lass uns das manifestieren. Wir manifestieren, dass die Alida Kuras heute nicht aus dem Promi Big Brother Container fliegt. Ob der Mond das wirklich schafft?
Mal gucken. Dann sind wir mal allerdings auch wieder an einem Punkt, an dem der Mond Elena auf jeden Fall nicht mehr helfen kann. Denn die wird mal wieder wütend und seltsam. Ich bin traurig, weil Cecilia gegangen ist. Sie war meine größte Stütze hier drin. Okay, und das kann ich durchaus verstehen. Und wir wissen ja und haben das ja auch gestern schon gesehen, als Cecilia ausgezogen ist, hat Elena wieder Anstalten gemacht, ein bisschen durchzuknallen. Ich weiß ehrlich gesagt kein besseres Wort dafür. Und genau das passiert dann auch mehr und mehr. Ich kann diese Paar-Scheiße nicht mehr. Komm runter. Du wirst es ertragen, alles ist gut. Ich spüre einfach, wie so, nicht alle, aber so diese Gruppe komplett gegen mich ist. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Und das haben auch viele kommentiert, nämlich, dass sie bei Elena so eine Art von Verfolgungswahn wahrnehmen. Und genau das ist auch mein Problem. Und genau das ist für mich auch der Grund, warum man sie aus dem Haus nehmen sollte. Ich sage das jetzt nochmal so drastisch. Nehmt Elena bitte aus dem Container raus. Und das gilt entweder für die Produktion oder wenigstens für die Zuschauer. Weil auch das, was wir gleich sehen, ist natürlich einfach eine Überreaktion. Und ich möchte Elena jetzt hier keinesfalls irgendwas unterstellen. Ich hoffe und glaube auch nicht daran, dass sie jetzt eine Gewaltneigung hat. Aber wenn man sich wirklich bedroht fühlt, und das tut sie offensichtlich, wir sehen das gleich, dann kann natürlich alles Mögliche passieren. Wegen dieser verdammten ganzen Situation. Klar. Wollt ihr mich verarschen? Sind wir hier bei Date Me? Lass es jetzt los. Du bist hier mit uns. Und vielleicht schaffen wir es einfach, den nächsten morgigen Tag schön zu verbringen. Ja, aber ich glaube, Elena hat nicht nur keine Lust auf schön, die kann auch kein schön mehr, weil die lebt mittlerweile wirklich immer noch komplett in ihrer eigenen Welt. Und ich sag's nochmal, ich zeige euch hier wirklich die wichtigsten Szenen. Ich lasse nichts weg. Da ist kein Provozieren oder so. Das ist alles nur in ihrem Kopf. Und jetzt lachen und springen alle rund herum. Yay, uha. Ich kann auch dieses Lachen von jedem gar nicht mehr hören. Ja, ja, alle sind happy, alles ist so geil. Juhu. Ja, okay, sorry, Elena. Ja, die lachen wirklich, aber das darf man auch. Aber bei ihr ist einfach irgendetwas getriggert worden. Noch etwas, was ich in den Kommentaren häufiger las, waren, dass Leute gesagt haben, hey, könnte ja sein, dass sie vorher vielleicht Antidepressiva bekommen hat. Die bekommt sie jetzt vielleicht auch immer noch. Aber dadurch, dass sich ihre Umgebung geändert hat, die Menschen, mit denen sie zu tun hat, dass sie ihre Tochter nicht sehen kann, ist sie jetzt gerade vielleicht einfach falsch eingestellt oder zeigt sogar bestimmte Entzugserscheinungen. Finde ich auch ziemlich plausibel. Gerade wenn man die folgenden Bilder sieht. Dieses Pärchenzeugs hier drin, wo ich fast kotze jeden Tag. Diese Blicke, diese Bösheiten hintenrum. Ich ertrage das einfach auch nicht mehr. Wir erinnern uns allerdings auch nochmal, Elena ist in der letzten Folge untereinander auch ausgerastet, weil sie Pancakes machen sollte, nachdem sie gesagt hat, dass sie Pancakes machen möchte. Na gut. Team Spirituell, also insbesondere Mimi und ein kleines bisschen Jochen, versuchen sich dann allerdings mal um sie zu kümmern. Und Jochen und Mimi haben aber beide auch wirklich ein Talent, immer auf der falschen Seite zu stehen, ne? Hast du wirklich mit ihm abgeschlossen? Ja, boah, schon lange. Es geht nicht darum, dass die verliebt sind, dass sie zusammen sind, das ist mir alles egal. Hm. Aber wie die beiden sich gegenüber mir verhalten, auch mit den Blicken von ihr und alles, das ist zu viel für mich. Aber sie tut doch nichts. Im Gegenteil, die beiden sind doch wirklich total ruhig. Und ja, es kann natürlich sein, dass sie manchmal ein bisschen abwertend gucken. Aber Elena, du bist halt auch sehr abwertend. Und ich glaube, dann ist das eine natürliche Reaktion. Und eigentlich, ich sag's gerne nochmal, und ich weiß, mittlerweile nervt es vielleicht auch den einen oder anderen, aber meiner Meinung nach muss Elena aus diesem Haus raus. Da kann ihr jetzt momentan auch niemand helfen. Ich weiß, ihr seid alle hier, ihr seid für mich da. Aber die sind zu zweit, versteht ihr? Und das ist etwas, was mich doch irgendwie belastet, weil ich weiß, sie stärken sich die ganze Zeit. Und ich bin einfach so hier. Du bist aber nicht allein. Ich weiß, Mimi, aber das kann man nicht vergleichen. Okay, Elena, aber weißt du was? Also du fühlst dich nicht wohl. Und wir haben ja auch schon gehört, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, Elena bekommt ja eine wirklich sehr, sehr hohe Gage. Sie bekommt 100.000 Euro. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das vertraglich geregelt ist, aber ich gehe davon aus, dass die zumindest 50% der Gage behalten darf, auch wenn sie freiwillig geht. Mach es doch. Geh freiwillig, das ist das Beste für dich und ich glaube langfristig auch das Beste für deine Tochter. Würde ich jetzt gehen, würde ich ja denen alles das geben, was sie wollen. Das ist ja das Ziel von denen, mich rauszuekeln. Ja. Ich gebe denen das nicht. Auch wenn es so schwer für mich ist. Egal, ich bleibe hier und kämpfe um den Sieg. Puh, das bedeutet aber auch, wenn die Produktion nicht einschreitet, dann müssen das wir Zuschauer tun. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Vorher geht es allerdings nochmal ein bisschen um Jochen. Denn eine Sache, die Elena gesagt hat, die geht ihm jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Der größte Eindruck, den ich habe, ist, dass wir nicht Gast des großen Bruders sind,
sondern Gast von Mike und Layla. Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass die beiden so ein bisschen unser Prinz und Prinzessin sind hier. Und ich weiß nicht, also ja, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es in gewissem Sinne auch unfair, dass die beiden zusammen drin sind. Dadurch sind sie natürlich immer ein Team und das kann durchaus auch ein Vorteil sein. Aber so krass, wie das da jetzt dargestellt wird, nehme ich das nicht wahr. Kannst mir deine Meinung gerne mal in die Kommentare posten. Ich glaube, die beiden sind hier sehr geschult, wie sie das spielen müssen. Ja, wir sind so die Spielfiguren drumherum, ja. Mike und Layla haben einen Riesenvorteil, weil sie ein Interesse haben, mit zwei Stimmen. Das finde ich schon ein bisschen out of balance. Ich bin echt mal gespannt, ob Layla und Mike ins Finale kommen, denn ja, sie haben zwei Stimmen und das kann ein Vorteil sein, aber ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt. Zum Beispiel hat sich Jochen jetzt ja die Safe-Medaille umgehängt. Das ist natürlich auch erstmal ein Vorteil. Auf lange Sicht kann es aber natürlich sein, dass man sich erst recht deswegen auf einen aus Mike und Layla einschießt, eben damit man sie los wird. Und dann wird aus einem Vorteil plötzlich ein Nachteil. Apropos Nachteil. Ihr wisst wahrscheinlich, ich glaube, ich habe das hier noch gar nicht so groß thematisiert, man muss auch eine Nachtwache halten bei Big Brother, denn Schlafentzug ist wichtig. Und man muss da regelmäßig so einen Knopf drücken und wenn man den nicht drückt, dann wird es ein bisschen unangenehm. Gerade für die Leute, die schon schlafen. Beide auf der Liste morgen. Was ist los mit euch? Heute ist ein Tag der... Und Doppelwache. Ab der wir glücklich wach sind, ne? Und das ist natürlich komplett blöd, muss man sagen. Und wenn da wirklich schon jemand schläft, ist das Kacke. Mike möchte sich deswegen auch entschuldigen. Bei Layla. Bei Elena spart er sich das. Ich kann ihn ehrlich gesagt verstehen, weil ich glaube, wenn er sich bei Elena entschuldigt hätte, dann hätte sie ihm das schlecht ausgelegt, so nach dem Motto, oh, jetzt weckst du mich schon wieder. Und wenn er es nicht macht, dann legt sie es ihm schlecht aus, weil er es nicht gemacht hat. War auf jeden Fall nicht extra. Ich habe gedacht, die wollten noch mal ein bisschen Partystimmung machen. Ja, wir sind doch hingespurtet, aber hat nicht mehr geschafft. Also es ist zwar nervig, wenn man vergisst zu drücken bei der Nachtwache, aber ich finde, das kann passieren. Man kann sich ja auch mal verquatschen. Ja, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, das sollte aber nicht unbedingt passieren und das muss auch nicht passieren, weil da wirklich genug Leute waren. Insofern kann ich Elenas Wut gleich ein bisschen verstehen, ausnahmsweise mal, aber ihre Reaktion ist natürlich wieder komplett drüber. So, ich habe keine Freunde, deswegen muss ich mit euch reden. Ich war am Schlafen. Die drücken den Knopf nicht und niemand sagt mir sorry. Ja, aber ich habe es eben schon mal gesagt, Elena, machen wir uns nichts vor. Wenn man sich bei dir entschuldigt hätte, dann hättest du dich beschwert. Und jetzt, wo man sich nicht entschuldigt, hättest du dich auch beschwert. Und das ist sowieso so ein Ding. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch so gut Freund mit Cecilia. Die verhält sich nämlich immer genauso. Bei mir ist es einfach scheißegal. Ich werde das morgen auch machen. Wenn alle schlafen, werde ich diesen Ton einfach laufen lassen. Es ist mir scheißegal. Die feiern die. Willst du schlafen? Egal, was für Menschen. Wartet nur, meine Nachtwache kommt auch noch. Und das ist doch auch wieder das perfekte Beispiel, oder? Also Elena hat einen durchaus berechtigten kleinen Grund, sich aufzuregen. Und daraus macht sie dann einen großen Grund, sich aufzuregen, der wahrscheinlich höher ist als der Mount Everest. Wollen die mich verarschen? Warum? Ich schwöre euch, morgen, ich war am Schlafen. Oh nein. Ist mir scheißegal. Morgen werde ich diese Alarmglocke zweimal klingen lassen. Und zwar übernehme ich morgen die zweite Schicht. Elena fand es nur mittel. Und sicherheitshalber, damit Mimi das jetzt auch versteht, macht Elena das nochmal nach. Und dazu steigt sie natürlich auch nochmal aus dem Bett und bewegt sich, damit sie definitiv nicht mehr einschlafen kann, während sie wie immer völlig übertreibt. Guck mal, so war das. Tür auf. Ach, nein, Schatz. Schatz, sorry. Sorry, Schatz. Ja, passt doch gar nicht. Mir scheißegal, ich bin auch am Schlafen. Warum sagt Mimi? Ist egal bei mir. Deswegen trifft Elena jetzt auch einen Racheplan und der soll eiskalt durchgezogen werden. So richtig beeindruckend klingt der jetzt für mich aber nicht, oder? Meine Rache ist, jeden Deal anzunehmen. Wenn ich einkaufen gehen kann, werde ich auf jeden Fall Shampoo und Conditioner und Deo bevorzugen, denn das ist sehr wichtig. Und ich möchte bei der Nachtschicht diese Sirenen oder diese Musik hören. Damit die wissen, wie das ist. Und wisst ihr, was ich auch immer so krass bei ihr finde? Sie hört einfach nicht auf. Also diese ganze Szene gegen Netto in der Folge, glaube ich, 8 Minuten. Ich habe das ja für euch jetzt schon extrem runtergeschnitten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Elena regt sich auch immer noch darüber auf, dass ihr in der 3. Klasse mal jemanden Lutscher
aus der Federmappe geklaut hat. Weil ist doch egal. Ja. Ich mache das. Uff, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Erstmal gab es dann allerdings wieder ein bisschen live, nämlich die Nominierung. Und diesmal gab es eine offene Nominierung. Was ich euch nicht reingeschnitten habe, war das Spiel davor. Da ging es nochmal so ein bisschen um Nomischutz und Nicht-Nomischutz. War jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Gucken wir lieber, wer jetzt wen nominiert. Mike darf anfangen. Ich nominiere Sarah. Warum Sarah? Am wenigsten Bezug von allen. Fun Fact, ihr wisst ja, ich gucke TikTok manchmal auf dem Klo. Vor einiger Zeit war ich auf dem Klo und wahrscheinlich, weil ich mich jetzt ein bisschen mit ihr beschäftigt habe und der chinesische Algorithmus das natürlich immer mithört, habe ich jetzt ganz viele Sachen von Sarah auf TikTok vorgeschlagen bekommen. Und was soll ich sagen? Das ist ja noch beschissener, als ich es mir vorgestellt habe. Ich kann die Nominierung verstehen. Sarah, wen nominierst du? Ich nominiere Daniel. Warum Daniel? Er hat ein paar Aussagen getroffen, die ich nicht gefühlt habe und deswegen ist er heute meine Wahl. Wäre natürlich cooler, wenn man die Aussagen jetzt auch nochmal erwähnt hätte, aber egal. Danach kommen dann endlich, muss ich fast schon sagen, Nominierungen, die ich super wichtig finde. An dieser Stelle schon mal zwei Daumen nach oben für Matze. Ich nominiere Elena, weil ich immer noch die eine Entscheidung von Elena nicht fühle und die nicht nachvollziehen kann. Das weiß sie auch. Ich hatte mit Elena von denen, die jetzt übrig geblieben sind, die einzige Auseinandersetzung. Mit allen anderen gibt es für mich jetzt aktuell noch kein Argument. Und deswegen trifft meine Entscheidung Elena. Und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, Elena muss auf diese Liste. Und das Publikum muss sie rauswählen. Alida ist zum Glück mit dem gleichen Boot. Ich nominiere heute Elena aus dem einfachen Grund, dass ich keinen Mann auf die Liste setzen möchte. Und beide Frauen, die mir am nächsten sind am Herzen, sind nominiert. Und deswegen mache ich ein faires Triell, wie heißt es? Keine super fundierte Begründung, aber immerhin der richtige Name. Als nächstes kommt dann Daniel dran, der in den letzten Folgen irgendwie so gar nichts mehr macht, aber immerhin nominieren darf er. Und wie immer verschwendet er dafür mit Abstand am meisten Wörter. Also ich hätte gerne heute Sarah nominiert, aber ich wollte sie eine Pause gönnen. Heute nominiere ich Elena, weil wie auch Sarah, die können gut verteilen, aber nicht zertragen. Ich finde auch, dass es halt beide für mich irrelevant für dieses Spiel sind. Uff, das war deutlich. Dann war ich allerdings ein bisschen gespannt, wie reagiert denn jetzt Team Spirituell? Weil eigentlich können die Elena nicht draufsetzen. Aber Layla ist ja schon nominiert. Was machen die denn jetzt? Ich nominiere Max. Wenn ich schon im Ring stehe, dann will ich den Favoriten. Weil ich mit Max die wenigsten Gespräche habe führen können und ich am wenigsten immer noch von ihm weiß. Hä? Es ist nicht total bescheuert, denjenigen zu nominieren, den man für den Favoriten hält, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der drin bleibt, weil ja gleich noch die Zuschauer entscheiden müssen, am größten. Und dann ist doch das, was man zurückbekommt, nämlich eventuell in Zukunft eine Stimme des Favoriten, das Schlechteste, was einem passieren kann, oder? Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Was sagt denn Favorit Max? Ich nominiere Elena. Ich habe sie gestern schon nominiert aus dem Grund von Sinan. Heute hat sie einen guten Spruch gesagt. Hat gesagt, Jochen, du musst bleiben. Damit wir noch ein bisschen IQ im Haus haben und deswegen habe ich sie nominiert. Schön, wie er jetzt eigentlich klar gemacht hat, dass Elena für den IQ eher nicht so gut ist. Fand ich ein bisschen nett. Und auch Laylas Nominierung fand ich durchaus angemessen. Ein kleines bisschen hat sie sich mal erlaubt, zurückzufeuern. Ich habe Elena nominiert, aus dem Grund, weil ich mit so bösartigen und hasserfüllten Menschen nichts zu tun haben will. Und es gab sogar noch ein Smiley, und zwar dafür, dass sie so dreckig gelacht hat, als Jochen mich nominiert hat. Okay, jetzt bin ich nur noch gespannt, wen nominiert Elena? Denn wir wissen ja schon, eigentlich müsste es ja irgendjemand von den Leuten sein, die angeblich diese Blicke schmeißen und die so schrecklich sind. Aber auch hier lebt sie wieder in ihrer eigenen Welt. Ich nominiere ganz klar Daniel, weil er mit Ehrlichkeit nicht klarkommt. Und er ist sowas von irrelevant im Haus. Okay, das war eine durchaus interessante Nominierung. Hier und da hätte ich mir noch ein paar mehr Nachfragen von Big Brother gewünscht. Aber daraus entstand dann eine Nominierungsliste. Und die war echt lang, üppig, groß, dick und schwer. Puh, das ist aber schön spicy geworden gerade. Auf der Nominierungsliste stehen jetzt Mimi, Layla,
Elena, Daniel und Max. Mit anderen Worten, man kann ungefähr das halbe Haus rauswählen. Dann wurde das nach und nach reduziert und am Ende waren noch Elena und Daniel übrig. Und ich sag's mal so, ich hätte mir so unfassbar doll gewünscht, dass die Zuschauer verstehen, was da gerade passiert und dass Elena im wahrsten Sinne des Wortes Hilfe braucht. Aber leider haben sie diese Entscheidung hier getroffen. Verabschiede dich von deinen Mitbewohnern. Daniel, für dich ist Promi Big Brother vorbei. Danke. Nee, nicht danke. Und ich muss an dieser Stelle wirklich mal eine Sache sagen. Wenn ihr Elena nicht mögt, dann wählt sie morgen raus. Wenn ihr Elena mögt, dann wählt sie morgen raus. Denn egal, wie ihr zu ihr steht, es ist das Beste für sie. Selbst wenn ihr sie rauswählt, sie hat 100.000 Euro Gage bekommen. Wenn sie regulär rausgewählt wird, darf sie das Geld sowieso behalten. Gewinnen tut sie das Ding eh nicht. Das heißt, selbst wenn ihr Fans seid, quält ihr sie nur noch. Und ja, ich bin hier auch jemand, der immer sagt, ja, ist natürlich cool, wenn es ein bisschen Terror gibt und so. Und es ist natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Aber ich muss in diesem Falle sagen, aus gesundheitlichen Gründen, so kann man das, glaube ich, am besten formulieren, sollte Elena den Container 2024 verlassen. Ist zumindest meine Meinung. Wie üblich. Bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ich glaube, diesmal schaffen wir nicht. Guck nochmal nach, wie viel es gerade sind. 2175 Kommentare, ein bisschen verrückt seid ihr ja schon, aber vielleicht kriegen wir zumindest ähnlich viele hin. Wenn ihr mir sonst noch einen Gefallen tun wollt, wisst ihr, Daumen nach oben ist immer sehr, sehr willkommen und ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge und wie dieses Drama langsam Richtung Ziellinie geht. Darfst du absolut nicht verpassen. Genauso wenig wie mein Video zum Sommerhaus. Das kommt heute um 12 Uhr. Kleine Erinnerung. Das wird ehrlich gesagt ähnlich unangenehm. Und auch da ist wieder eine toxische Frau im absoluten Mittelpunkt. Na gut, all das, was ich gerade gesagt habe, musst du jetzt aber sowieso wieder tun. Denn sonst ist dieser Wauzi ganz doll traurig.